Als wir uns damals für die Scheidung entschieden haben, hätte ich nicht gedacht, dass die schwere Situation so schnell und konfliktfrei gelöst werden kann. Also der Verkauf des Hauses hat sich zum Schluss als richtige Entscheidung erwiesen. Also unser Haus wollte ich am Anfang natürlich auf keinen Fall aufgeben. Es war ja unser Zuhause, vor allem für die Kinder. Aber alleine konnte ich mir das natürlich auch nicht leisten, das war auch klar. Ich war ja schon vor einer ganzen Weile ausgezogen in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und hatte auch durch den räumlichen Abstand da emotional etwas Abstand bekommen. Deswegen konnte ich mir einerseits den Verkauf vorstellen, aber auch die Vermietung. Dann könnten die Kinder das Haus erben. Wir entschieden uns dann, einen Immobilienexperten zu fragen, um unsere Möglichkeiten besser einschätzen zu können. Am meisten interessierte uns natürlich die Frage, was ist das Haus nach 13 Jahren noch wert? Es hat mich am Ende doch ganz schön überrascht, wie viel das war. Claudia hat dann nochmal mit ihrer Bank gesprochen und eigentlich ist dann dabei rausgekommen, dass sie das Haus nicht alleine halten kann und die Vermietung auch für uns schon gar nicht in Frage kam. Der Gedanke, weiterhin für die Mieter gemeinsam zuständig zu sein, gefiel uns nicht. Ganz abgesehen davon, dass eben nicht genug Geld für die Scheidung da wäre. Und es war uns dann schon klar, dass der Verkauf eigentlich die beste Lösung ist. Und da war ich dann schon ziemlich froh, dass wir einen guten Immobilienmakler gefunden haben. Und vor allen Dingen wurde auch der Preis erzielt, den der Makler ermittelt hatte. Das war schon wichtig. Für mich und die Kinder fand er außerdem eine schöne Vierzimmerwohnung. Ich bin ziemlich froh, dass Claudia und ich uns immer noch gut verstehen und wir auch mit den Kindern halt viel Zeit verbringen können. Weihnachten zum Beispiel werden wir auch gemeinsam feiern.